Hallo Lenkewil, sagt mir heute Nachmittag. Und zwar am Top of 19. Das ist ein sechstägiges Musikfest hier in der Gemeinde Niederhelfenschwil, wo an diesem Wochenende schon der Höhepunkt stattfindet, nämlich das kantonale Musikfest. Höherer Besuch heute Nachmittag hier in Lenkewil. Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter aus Wil ist hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das kurze Gespräch mit uns. Frau Keller-Sutter, Sie sind ja Ehren-OK-Präsidentin von dem Top of 19. Wie kommt es dazu? Ja, ich bin damals, als ich Ständeratspräsidentin war, angefragt worden. Und ja, es war doch nicht geplant, dass ich in dieser Zeit auch noch Bundesrätin wäre. Und so ist es dazu gekommen. Ich habe dann zugesagt, weil ich auch gefunden habe, es ist eine gute Sache. Und man muss das auch unterstützen. Da ist extrem viel ehrenamtliches Engagement verbunden mit so einem Fest. So viele Leute, die dabei sind, die helfen und die mitmachen. Ich habe eine Frage aus der Sicht von einer Bundesrätin, die eine andere Perspektive hat. Was hat so ein Fest für eine Bedeutung, vielleicht bei unserer Gesellschaft? Ja, sehr eine grosse Bedeutung. Oder? Man sieht eigentlich, dass unsere Gesellschaft besser zu Weg ist, als manchmal schlecht geredet wird. Wenn man hier auf dem Festgelände ist, wenn man sieht, wie viele Leute da sind, wie viele Junge Musik machen, begeistert sind, in diesen Vereinen dabei sind, dann zeigt das eben, dass eigentlich der Humus der Gesellschaft schon intakt ist. Und wir reden einfach immer über die abweichen. Wir reden nicht über die es recht machen. Was für eine Rolle spielt die Musik in Ihrem Leben? Ja, ich höre eigentlich immer Musik. Wenn ich nach Hause komme, stelle ich immer gerade das Radio ein. Ich habe nicht immer Zeit, so zum gezielt Musik zu hören, aber ich höre eigentlich viel. Singe manchmal auch mit. Ich kann gar nicht singen. Aber so im Auto oder so singe ich manchmal mit, ja. Früher noch haben Sie Punk gehört, hat man können erfahren. Was hören Sie heute? Ja, immer noch. Ich lasse gerne Rock. Ich lasse aber auch Sachen, die ein bisschen harmonischer sind mittlerweile. Das hat mit dem Alter vielleicht zu tun. Aber ich lasse immer noch gerne Punk, Rock und Rock. Jetzt haben wir eine Woche über 3000 Musikanten hier. Spielen Sie selber auch ein Instrument? Ja, also ich bin so eine typische Schweizerin, die in der Primarschule Blockflöte gespielt hat. Leider ist die Karriere nicht viel weiter gegangen, aber immerhin noch Blockflöte. Wir haben an der Weihnacht natürlich musiziert, ja. Wann singt Frau Bundesrätin? Ja, gar nicht. Nein, ich singe gern. Und ich bin immer froh, wenn man in einer Runde ist, wo viele Leute sind, dann kann ich mitsingen, weil dann merkt man nicht, dass ich nicht singen kann. Aber ich singe eigentlich gern. Jetzt haben wir Wieler sie im Dezember mit Verdacht auf Bern entlassen, ins Bundesratsamt, wenn man das so sagen darf. Was hat sich seit dem 1. Januar jetzt geändert für Sie? Ja, so das persönliche Leben hat sich schon geändert. Ich bin natürlich unter der Woche zu Bern. Ich habe dort jetzt sozusagen ja, einen beruflichen Lebensmittelpunkt. Ich schaue aber immer, dass ich an Retour komme am Wochenende. Mindestens für eine gewisse Zeit kann da sein. Ich gehe jetzt nachher auch dann gerade Retour auf Bern. Das gehört halt dazu, das ist halt auch ein bisschen der Preis, den man zahlt. Aber ja, wenn man etwas bewirken kann, dann muss man halt das auch auf sich nehmen. Wie geht es ohne einen Picasso? Ja, das ist schwierig, fällt mir natürlich schon. Und wenn ich einmal Leute sehe mit einem Hund, dann ja, komme ich schnell ins Gespräch und streichle den Hund. Und ich freue mich darauf, dass ich vielleicht einmal nach meiner Zeit im Bundesrat wieder einen Picasso bekomme. Aber eben, momentan ist ein neuer Hund kein Thema, oder? Nein, momentan ist es kein Thema. Schlussfrage noch. Was von Wil fehlt Ihnen vielleicht im Bundesbern? Ja, was einfach da wirklich genial ist, ist, dass man ab dem Haus weglaufen kann daheim. Man ist sofort im Wald, man ist im Grünen. Obwohl Bern ist eine sehr schöne Stadt, bietet ja auch viel mit dem Bärenpark und mit den Aaren. Aber einfach können wirklich ja, so von daheim weglaufen. Also ich schätze da wirklich noch viel mehr. Also wir müssen wirklich dankbar sein für die schöne Region, die wir haben. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.